Angenehm. Ich bin jetzt schon so ziemlich weit gekommen, würde ich mal sagen. Moment, ich muss mal eben die Tür abschließen. Wie ihr seht, ist das Fett schon schön raus. Es ist nicht mehr so viel dran. Ich muss mal eben hier... so. Ja, es ist schon richtig viel Fett raus. Ja, das sieht man vielleicht nicht so richtig, ne? Schon richtig viel Fett rausgekocht, beziehungsweise rausgekommen. Ich habe ja das ganze Fett, was wir gesammelt hatten von den beiden Tieren, habe ich ja einfach komplett da reingetan. Und das lasse ich jetzt so ohne Wasser, ohne nichts, ne? Einfach nur, das ist das reine Fett hier. Da ist kein Wasser, nichts drin, nur Fett. Ich lasse einfach diese Fettstücke ausbraten und habe dann hier eine ganze Menge an Fett. Und jetzt werde ich mir Fett rausholen und das in die Pfanne geben. Ich werde nämlich meinem Schwiegersohn, der kommt jetzt gleich, Fleisch braten. Das gleiche, wie wir es gestern gemacht haben. Einfach nur Kawurma. Möchte er gern, hat er sich gewünscht. Das mache ich natürlich. Und insofern... mache ich das hier schon mal an und dann mache ich das gleiche wie gestern quasi. Einfach nur das Fleisch anbraten. Möchtet ihr euch mal bitte diese Fliegen hier angucken, die hier rumfliegen? Das Fleisch, ne? Oh meine Güte, das ist nur furchtbar. Ich hatte das ganze Fleisch gestern schon mal eingefroren, weil ich konnte ich nicht wissen, dass wir das jetzt schon gleich brauchen, weil ich dachte eigentlich, dass er das Kawurma ist, aber... Das hatte ich ja jetzt mit Tomaten und so gemacht. Das wollen die dann auch essen, aber ich brate trotzdem noch mal frisches Fleisch jetzt. Das ist sicherlich am besten. Und das tue ich jetzt auch einfach so da rein. Ich könnte das ein bisschen klein schneiden tatsächlich. Das mache ich auch mal jetzt. Wird das wahrscheinlich noch ein bisschen zarter werden, könnte ich mir mal vorstellen. Ich schneide das noch einmal durch. Meili hat auch keinen Bock mehr auf Fleisch, die ist hier gar nicht, die ist total satt, glaube ich. Die hat gestern zu viel gegessen. Sie hat aber ihr Futter auch komplett aufgegessen. Ich hatte ihr heute ihre Mahlzeit ja gegeben. Ich muss jetzt morgen unbedingt ihr Hähnchenbrat kochen. So. Das ist das. Und jetzt tue ich das alles da rein. In die Pfanne dreht das schon an. Hier einfach auch mal tauschen vielleicht. Hier ist mal was rüber und das mal hier hin. Das setzt natürlich unten ein bisschen an. Ich hoffe, ich kriege da meinen Topf wieder sauber nachher. Der ist nämlich nicht so hochwertig. So, und jetzt werde ich hier das gleiche machen wie gestern. In dem Schafsfett das Fleisch einmal ausbraten, auch einfach in dem Fett gar dünsten lassen sozusagen. Dann muss ich mal eben Deckel suchen. Oh, das riecht hier so nach Fleisch, Leute. Oh. Ich sag's euch. So. Und wenn ihr mich fragt, was man jetzt damit macht, ihr kennt ja sicher Schmalz. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn es ausgebraten ist. Und das Gleiche wird hier dann auch mit passieren. Also wir tun das ganze Fett nachher in einen Topf und dann wird das ja so weiß. Und dann nimmst du dir immer so ein Stück und machst es ins Essen rein. Das Problem daran ist nur, für alle, die keinen Schafgeschmack mögen, weil Schaf hat natürlich einen richtig intensiven Geschmack. Ich finde den echt eklig. Also wenn das Fett, was ich hier ausbrate, irgendwo im Essen benutzt wurde, ich kann ihn nie essen, ne?
bin ja jetzt nicht so empfindlich, dass ich sage, also ich esse jetzt nichts, aber wenn das Fett im Essen ist, das kriege ich nicht runter. Das ganze Essen hat, schmeckt nach Schaf, also wirklich richtiges Schaf. Das ganze Essen schmeckt nach dem Schaf. Aber die Türken lieben das. Ich kenne auch wenige Türken, die das nicht mögen, aber ja, wie gesagt, also ich esse das nicht, ne? Wenn das irgendwo drin ist, völlig unmöglich. Aber es ist eine Delikatesse, also bei uns, wo ich gelebt habe, wo ich fast 6 Jahre gelebt habe, da Spezialität, ne? Die lieben das. Ja, so ist das. Mit denen haben wir auch gerade gesprochen übrigens. Die fragen auch, wann wir endlich mal wieder kommen. Und ja, wir werden wahrscheinlich dann auch, wenn wir in Alanya sind, mein Mann und ich mal hinfahren und die alle besuchen. Und wir hoffen, dass das da mit dieser weltlichen Lage nicht wieder so schlimm wird. So. Dass man das auch machen kann. Genau. So, und jetzt ist das auch fast fertig. Und ja. Also ich habe nicht so viel zu erzählen, nur dass das ganze Haus jetzt nach Fett stinkt, nach Glamm stinkt. Meine Güte, ich muss sie gleich überall mal lüften, das ist ja echt nicht schön. Ich habe ja auch die Dunstabzugshaube nicht an, mein Mann hat sie eben angebracht. Ich habe sie wieder ausgemacht. Oh, guck mal, alles voll hier. Ja, ich bin so ein kleiner Stromsparer, ne? Dafür Strom auszugeben, finde ich so unnütz. Deswegen, ja, keine Ahnung, lasse ich hier immer alles voll dampfen. Ja, ist ja eh eine alte Küche, macht nichts. Bei Emma geht das ja nicht, da gehen ja gleich die ganzen Schränke und alles kaputt. Na gut, was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Genau, wenn die ganze Kocherei hier fertig ist, werde ich natürlich alles sauber machen nochmal. Die ganzen Schränke alle abwischen, damit das alles weg ist von dem Lamm und Ähnlichem. Ja, und ansonsten wird mein Mann wahrscheinlich morgen seinen Flugtyp anrufen. Wir haben nämlich einen Bekannten, der im Reisebüro, der hat ein türkisches Reisebüro, der verkauft Flüge und alle Reisen. Da kaufen wir eigentlich immer unsere Flugtickets. Ja, die Kinder bestellen ja immer im Internet, aber mein Mann macht das immer bei ihm. Und genau, da kriegen wir dann immer den günstigsten Preis, also wo gerade der günstigste ist, den bucht er für uns dann. Manchmal finden wir ein bisschen günstiger als er. Das haben wir auch schon gehabt. Dann haben wir gesagt, da ist aber noch günstig. Ja, okay, 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 dann nehmen wir den. aber so ist das. Und so machen wir das. Das heißt, ich werde sicherlich dann nächste Woche demnächst fliegen. Hoffe ich jedenfalls. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wer mit mir fliegt. Ne? Ist immer noch nicht klar. Na gut, zur Not fliege ich allein. Ist mir auch egal. Ich fliege jetzt. Ja, und wollen wir wieder zum Fleisch. Da muss ich mal wieder hin. Ich glaube, ich habe noch auf 9 an. Ne, auf 7 hab ich beide an. Die dampfen da aber ganz schön. Ja, das Wasser löst sich natürlich jetzt. Ja, das lasse ich jetzt ein bisschen vor sich hin. Ich werde es aber mal auf 8 anmachen. Ich soll ja nicht kochen hier. Nee, das nicht. Du nicht. Du. Das ist aber auch eigentlich schon fertig. Ich könnte das jetzt rausholen. Ich glaube nicht, dass da noch viel Fett rauskommt. Sagen, ich mache das mal aus, ja, das reicht. Scheiß Fliege. So. Gut. Naja, und ansonsten gibt es bei uns nichts mehr zu erzählen. Es ist alles gut. Seid ihr schon wieder so ein bisschen verschwummelt hier? Es geht.
Ja, wir haben den Tag hier zu Hause verbracht. Heute mal ganz ruhig, tat auch mal gut. Mein Mann ist auch kaputt, glaube ich. Der hat ja auch die ganze Woche hart gearbeitet. Genau, also morgen haben die wieder einen Termin. Und dann denke ich mal, dass mein Mann sich dann kümmert um die Tickets. Werden wahrscheinlich nicht mit dem Auto fahren. So sieht es jetzt jedenfalls erstmal wieder aus, Stand heute. Und ja, ich habe noch zu tun. Ich muss noch, ihr habt sicherlich beim Fensterputzen vorhin den Bauschutt gesehen da vorne. Da werde ich die Backsteine vom Schutt befreien und werde die alle aufstapeln. Und dann den reinen Schutt wird mein Sohn oder mein Mann dann mitnehmen. Und wir haben einen Baucontainer auf den Baustellen. Und ja, insofern werden wir den dann entsorgen. Und genau, die Steine werden wir wieder verwenden. Da fällt mir mal bestimmt was ein, was er mit denen macht. Deswegen, ich werde den Garten auf der Seite, an der Büroseite, dann noch sauber machen, bevor ich fahre. Und vielleicht mache ich das morgen, weil das Wetter soll ja richtig heiß werden. Das wäre natürlich nicht so gut. Und dann den kleinen Raum oben noch, der wartet immer noch auf mich, leider. Den werde ich dann auch sauber machen, alle Perücken rein. Wenn wir fliegen, kann ich auch keine mitnehmen, sonst hätte ich ein, zwei Perücken mitgenommen. Nach Alanya. Aber das wird dann nichts. Ich nehme nämlich nur eine Tasche mit. Ich werde da nichts Dolles rein. Da kommt einmal mein Laptop rein und meine Kamera und ein paar Kleinigkeiten. Ja, und ansonsten habe ich nichts zu berichten. Das ganze Haus stinkt nach Fleisch. Ja, jetzt sitze ich hier. Es ist übrigens 8:55. Mit Miley war ich eben noch mal draußen, hatte ich erzählt. Ich habe Briefe weggebracht. Vorhin waren wir ja auch schon heute Morgen. Ja, und dann habe ich überall vorhin sauber gemacht noch. Ich habe Badezimmer noch mal geputzt, alles so. Ein bisschen hatte ich euch mitgenommen, ne? Genau, ich habe Fenster putzen und so. Da habe ich euch noch, die letzten Reste habe ich euch noch gezeigt. Fenster geputzt und den Boden hatte ich da gewischt mit euch, glaube ich, so ein bisschen. Aber ich habe auch die Badezimmer sauber gemacht unten und oben. Ich habe gestaubsaugt, aber mein Akku ging alle. Ich konnte oben nicht weitersaugen. Das kann ich gleich nochmal machen, wenn der voll ist. Hier unten habe ich auch überall gewischt, weil hier war doch noch teilweise so ein bisschen Blut. Ich hatte gestern ja auch gewischt, aber nicht so gründlich, nur so ein bisschen. Das habe ich heute nochmal nachgeholt. Ja, und dann haben wir soweit alles erledigt, würde ich mal sagen. Dann kann es losgehen. Jetzt mal das Fleisch gucken. Und dann, ich hatte eben noch mal so ein Eis gegessen. Wir hatten ja Eis gekauft bei Penny letztes Mal. Aber es hat nicht so gut geschmeckt, muss ich sagen.